So, meine Damen und Herren, die Schachweltmeisterschaft biegt langsam auf die Zielgerade ein. 4 Partien sind noch zu spielen. Das heißt, jeder Spieler hat noch 2 Weiß- und 2 Schwarzpartien. Und wir gucken uns die 11. Partie an, in der Jan Nepomniachtchi die weißen Steine führt. Nepomniachtchi führt mit 5,5 zu 4,5. Das heißt, er braucht noch 2 Punkte aus den letzten 4 Partien, während Ding Liren noch eine der Partien gewinnen muss, wenn er dann keine verliert dabei, um wenigstens das Match in die Verlängerung zu schicken. Nepomniachtchi diesmal mit den weißen Steinen. Weiß kann ja so ein bisschen versuchen zu bestimmen, wo die Partie hingeht. Und er spielt Bauer nach E4, der Zug, der ihm in diesem Match gute Dienste geleistet hat. Mit einer Ausnahme hat er immer so gespielt. Für Ding ist die Entscheidung, versucht er mit Schwarz schon zu komplizieren oder bleibt er seinen Waffen treu und er entscheidet sich für letztere. Spielt Bauer nach E5, sagte später in der Pressekonferenz, dass Bauer nach C5 ihm verfrüht vorkam in dieser Situation. Und er spielt die Marshall-Verteidigung, den Marshall-Angriff, wie auch immer wir es nennen wollen, der seine Hauptwaffe darstellt. Er hatte ja in der Partie davor zu Springer F6 gegriffen, greift aber diesmal wieder zu seinem Lieblingssupport nach A6, der ihm gewisse Probleme eingehandelt hatte. Schauen wir mal, was diesmal passiert. Nepomniachtchi spielt auf einer A4, Springer F6, kurze Rochade, Läufer nach E7, soweit keinerlei Überraschung. Auch der nächste Zug von Nepomniachtchi nicht, so hat er in der letzten Partie nämlich schon gespielt, Bauer nach D3, die Alternative Turm nach E1. Wurde in dem Match noch nicht gespielt und einmal hatte Nepomniachtchi ja überrascht hier mit Läufer schlicht C6. Bauer nach D3, heutzutage ein gängiger Zug, Ding spielt Bauer nach B5, Läufer nach B3, Bauer nach D6, das haben wir auch schon gesehen. Und jetzt weiche ich Nepomniachtchi ab von der Matchpartie vorher, in der er Bauer nach C3 gespielt hatte und damit eine gute Chance gekriegt hat und gewonnen. Und er spielt den, ich weiß nicht, ob man den Hauptzug sagen kann, einen der Hauptzüge Bauer nach A3 oder Bauer nach A4 sind hier die populärsten Abspiele. Und Ding hat jetzt die Wahl. Er spielt diese Eröffnung seit 10 Jahren. Er hat also natürlich viel Erfahrung. Und diesmal entscheidet er sich für das sofortige Springer nach A5. In der Vergangenheit hat er häufiger kurze Rochade bevorzugt. Hatte unter anderem, ich glaube, beim Kandidatenturnier, wann war es, 2020, hiermit eine Partie gegen Nepomniachtchi, wo er diese Variante spielte. Sieht sehr ähnlich aus wie die Partie, die auch meine Lieblingsvariante ist. Aber Ding geriet hier ein bisschen auf Abwege später. Nach Läufer nach G5, Dame nach D7, nicht mein Lieblingszug. Und er musste etwas leiden. Und diesmal entscheidet er sich für eine Alternative. Er stellt die Rochade zurück und versucht sofort dieses Standardmanöver mit Springer A5 gefolgt von C5 umzusetzen. Ebenfalls wohlbekannt. Springer A5, der Läufer geht weg, Bauer nach C5. Weiß wollte er seinen Läufer hier behalten, um dieses Feld zu kontrollieren. Peilt das jetzt an mit dem Springer. Springer nach C3. Und die schwarze Idee bei dieser Zugfolge ist jetzt nach wie vor nicht zu rochieren, sondern sofort mit Läufer nach E6 gegen diesen mächtigen Läufer zu kämpfen und um das Feld auf D5. Läufer nach G5 wird gespielt von Nepomniachtchi. Sieht aus wie der normalste Zug der Welt. Er möchte wieder um dieses Feld auf D5 kämpfen. Aber es ist vielleicht eine kleine Überraschung für Ding, denn die Theorieduelle in dieser Stellung ging zuletzt meistens um den etwas merkwürdig aussehenden Zug Springer nach H4. Springer möchte hier entspringen und damit diesen mächtigen Läufer beseitigen. Schwarz hat hier mehrere Möglichkeiten. Die Modevariante ist Bauer nach C4 und auch Springer nach F5. Läufer schlägt, Bauer schlägt, gefolgt von D5. Mit sehr komplizierter Stellung, wo Schwarz aber okay zu sein scheint, weil dieser Läufer erstmal ein bisschen außer Spiels ist. Die Alternative, die mir auch ästhetisch gefällt, ist der Zug Turm nach A7. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber die Idee ist, wenn der Springer hier ankommt, dann zu schlagen, Bauer nach D5 zu spielen wieder. Und der Turm ist bereit, das Zentrum von D7 auszustützen. Zum Beispiel Läufer nach G5. Und Turm nach D7. Ich vermute, all diese Varianten wird Ding im Vorfeld des Matches nochmal genau einstudiert haben. Aber eine Nepomniachtchi, der bisher gut damit gefahren ist, Ding so leicht zu überraschen in der Eröffnung, ohne dabei jetzt irgendwas Außergewöhnliches zu machen, sondern einfach eine etwas angenehmere Stellung haben will, wo er sich vielleicht ein bisschen besser auskennt, ein bisschen besser vorbereitet ist. Spielt den Zuglauf nach G5. Eine kleine Überraschung, aber auch noch nichts, was der Theorie jetzt unbekannt wäre. Ding rochiert und wir sehen die weiße Idee. Er gibt seinen schwarzfähigen Läufer, der typischerweise in diesen Strukturen nicht so viel zu tun hat, weil er halt nicht um dieses Feld kämpfen kann,
räumt damit das Feld auf D5 für den Springer. Ding spielt jetzt den Zug Bauer nach G6, fing hier an, ein bisschen Zeit zu verbrauchen. Das ist durchaus ein typischer Zug, um entweder Läufer nach G7 oder manchmal auch König nach G7 vorzubereiten. Aber ich bin nicht sicher, ob es hier die genaueste Zugfolge ist. In der Praxis wurde meistens Springer nach C6 gespielt, ebenfalls absolut vertretbar. Oder Weiß entweder versuchen kann, mit Bauer nach A4 den Darmflügel ein bisschen anzuknabbern oder erstmal Bauer nach C3 zu spielen, dieses Feld zu überdecken. Und ja, wir kriegen einen relativ normalen Manöverkampf für diese Stellung. Weiß hat das Feld D5, Schwarz versucht, da entweder drum herum zu spielen oder vorzubereiten, nachdem dieser Läufer aus dem Weg ist, um das Feld mit Springer nach E7 zu kämpfen. Gibt andere Möglichkeiten ja auch für Schwarz. Er kann zum Beispiel sofort den Zug Bauer nach C4 spielen, wonach das Spiel ein bisschen schärfer wird. Das ist vielleicht die sauberste Lösung des Stellungsproblems, um diesen Läufer hier gleich abzuschneiden von dem Feld D5. Vermute, den gefiel das nicht so, wegen alles schlagen. B schlägt C und Springer schlägt F6, wonach die Dame nicht zurückschlagen kann, weil Weiß sich dann hier bedient. Aber wenn Schwarz mit dem Bauern schlägt, scheint er keine Probleme zu haben. Kann Bauer nach D5 spielen bei Bedarf. Der B-Bauer ist ein bisschen schwach. Und die Schwächung des Königs fällt nicht so ins Gewicht, weil nicht so viele Angriffsfiguren da sind. Also, ich glaube, so kann Schwarz versuchen, direkt auszugleichen. Gibt auch weitere Alternativen. Computersalläufer G5 ist ein Zug, um den Läufer hier gleich aus der Schusslinie zu ziehen, plattieren zu ziehen. Aber den spielt den Zug Bauer nach G6. Und Nepomniachtchi wirkte da auch noch gut vorbereitet, spielt den Zug Dame nach D2. Schöner kleiner Zug, denn, wie die Pfeile uns schon sagen, er droht, Springer schlägt F6, gefolgt von Dame schlägt A5, greift was an. Und die Dame kontrolliert das Feld G5. Sollte dieser Läufer weggehen, was er gleich tun wird, dann kann der Springer hier einen kleinen Ausflug machen. Ding spielt den Zugläufer nach G7, pariert damit die Drohung und bringt den Läufer in Sicherheit, erlaubt aber den Antwortzug Springer nach G5. Er hätte auch hier wieder den Springer zurückziehen können mit Springer nach C6 und es ist nichts Dramatisches passiert. Weiß mal, der eng abwartet Zug, Bauer nach C3 und die weiße Idee wäre wieder nach Läufer nach G7 mit dem Springer nach G5 zu gehen und den Läufer ein bisschen zu nerven. Also eine pommelische Strategie scheint allgemein zu sein. Er sagt sich, ich habe eine Führung, ich spiele nicht zu direkt auf Remis, ich spiele normale, sehr solide Stellungen und hoffe, dass ich einen kleinen Vorteil kriege. Aber ich übertreibe es natürlich auch nicht, denn er hat selbstverständlich im Hinterkopf, dass wenn alle Partien Remis ausgehen, er dann Schachweltmeister ist. Er wird das Risiko ja nicht hochschrauben, aber bisher scheint es wieder so, als habe er Ding ein bisschen erwischt in der Marshall-Nebenvariante, wo Ding manchmal etwas wackelig sein kann. Springer nach G5 gespielt, droht nicht direkt hier zu schlagen, aber die Idee liegt natürlich latent in der Luft. Manchmal kann Weiß auch erst F4 spielen, dann wenn hier geschlagen wurde, dann auf E6 wegnehmen. Also Ding muss sich überlegen, wie er hier drauf reagieren soll. Und Ding entscheidet sich jetzt dafür, die Lage zu forcieren oder den Stellungstyp zu ändern mit Bauer nach C4. Was aber in dieser Situation ziemlich riskant ist. Denn der Läufer hier muss nicht für immer ausgeschlossen bleiben. Und damit schwächt Schwarz natürlich seine Bauernstruktur. Die Alternative wäre wieder gewesen, den Springer zurückzubringen. Kennen wir schon, Springer nach C6. Und soweit ich sehen kann, passiert erstmal nichts Schlimmes. Jetzt ist das noch keine große Drohung. Weiß würde wieder irgendwie Bauer nach C3 spielen. Schwarz macht auch irgendwas. Turm nach B8. Und eines Tages möchte Schwarz vielleicht mit Springer nach E7 diesen Springer hier befragen. Also, Weiß steht vielleicht minimal angenehmer, aber es scheint nicht viel los zu sein. Computer sagt so Varianten wie Bauer nach F4 und dann Springer nach E7 mit grobem Ausgleich. Ding spielt Bauer nach C4, das ist kein grober Ausgleich, aber auch kein grober Unfug. Er scheint sich damit aber eine etwas unangenehme Stellung einzuhandeln. Nepomniachtchi nutzt jetzt die Gelegenheit, schlägt den Läufer. Er muss hier konkret was machen, um seinen Läufer wiederzubeleben. Aber nach Bauer nach C4 hat der Kollege halt auch ein Angriffsziel hier. F schlägt E und der Springer geht nach E3, um diesen Bauer zu befragen. Jetzt sind wir Dings Idee. Sein Läufer auf G7 steht nicht besonders toll, ist hier eingesperrt von den Bauern. Und er möchte den Läufer nutzen, um den lästigen weißen Springer zu eliminieren. Spielläufer nach H6. Nepomniachtchi sagt sich, okay, droht jetzt auch nicht so viel. Ich bringe erstmal den Turm hier ins Spiel. Turm nach D1. Wir sehen einen weiteren Nachteil des Zuges Bauer nach C4.
Er hat den Kollegen ein bisschen geschwächt. Weil nach D schlägt C4. Dame und Turm. Den Bauern auf D6 entkommen. Ding hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Keine besonders verlockende. Entscheidet sich für den Zug Turm nach B8. Guckt damit den Bauern auf B2 an. Sollte Weiß sich dafür entscheiden, hier zu schlagen. Die Alternative wäre Turm nach C8. Führt zu ähnlichem Spiel. Weiß kann dann, wenn er möchte, mit der Dame aus dem Weg gehen. Schwarz zwingen hier zu schlagen. Und Weiß hätte ein bisschen Druck in der verbliebenen Stellung. Ding spielt Turm nach B8. Und hier trifft eine Pommelische eine Entscheidung, die vielleicht auch nur im Unterbewusstsein ein bisschen vom Matchstand bestimmt ist. Er vereinfacht die Stellung mit D schlägt C4, wonach sich relativ viel abtauscht. Der Weg, mehr Spannung in der Partie zu halten, wäre wieder Dame nach E2 gewesen. Schwarz scheint nichts Besseres zu haben, als diesen Springer wegzunehmen, um den Druck gegen den Bauern hier etwas abzuschütteln. Die Dame schlägt zurück und Schwarz macht engen Zug. Sagen wir König nach G7. Gibt viele Alternativen, Dame C7. Whatever. Und Weiß steht ein bisschen besser. Weiß kann sich hier hinstellen. Turm nach D2, Turm nach D1. Den Kollegen ins Visier nehmen. Und dann je nach Situation entweder hier schlagen, die Stellung öffnen oder vielleicht mit D4 versuchen, hier Druck zu machen. Wobei das natürlich dem Läufer auf A2 gegenüber ein bisschen unfair wäre. Aber die schwarze Stellung ist etwas unangenehmer zu spielen. Wegen seiner leicht wackeligen Bauern. Und ich vermute, in einer anderen Turniersituation hätte Nepomniachtchi sich dafür entschieden. Aber in der Partie sagt er, hier, lass ein bisschen was runtertauschen und dann gucken, was passiert. Ding hat keine Wahl, er schlägt mit dem Springer zurück. Hier, da dieser Springer noch gefesselt ist, muss er den Läufer noch nicht sofort dafür hergeben. Das läuft nicht weg. Nepomniachtchi schlägt ebenfalls, wird den eingesperrten Läufer los. Der Bauer schlägt zurück. Wäre keine gute Idee gewesen übrigens hier, mit dem Bauer zu schlagen, auch wenn der Läufer temporär ausgesperrt ist, der Springer ja auch fünf ist schlechter. Nach Dame nach C3. Ist großen Druck. Deshalb, den Springer muss er loswerden. Er ist wertgetauscht. Und wieder entscheidet sich eine Pommelschi hier für den Zug, der die Partie vereinfacht. Er spielt Dame schlägt D6. Wonach sehr, sehr viele Bauern vom Brett verschwinden. Man kann sagen, es ist konsequent in Verbindung mit Turm D1. Aber es ist auch ein sehr sicherer Weg. Um mehr Spiel in der Stellung zu halten, hätte er hier immer noch die Dame wegziehen können. Wonach sich die Stellung wahrscheinlich ebenfalls sehr nah am Ausgleich bewegt. Aber es hätte noch ein bisschen mehr passieren können mit den Schwerfiguren. Stattdessen folgt der Zug Dame schlicht D6. Danach hat Ding keine Wahl. Er muss hier alles abtauschen. Was sich tauschen lässt, Dame schlägt, Turm schlägt. Der Springer muss ebenfalls weg, bevor der Springer sich hier auf die Reise begibt. Also Läufer schlägt E3, F schlägt E3, jetzt verschwinden auch noch diese Türme auf der F-Linie. Turm schlägt F1, König schlägt F1 und Ding zeigt die Idee seines Zuges, Turm nach B8. Der Turm holt den Bauern zurück, dringt in die weiße Stellung ein. Und obwohl Weiß vielleicht temporär hier beim munteren Bauernschlagen ein Mehr erwischt, ist Schwarz hier aktiv genug, um das Gleichgewicht. Nepomniachtchi entscheidet sich für Turm schlägt E6. Turm schlägt A6 wäre vielleicht ein bisschen spannender gewesen, hätte aber am Gesamtausgang nichts geändert. Turm schlägt C2, Turm schlägt E6, weil der Turm jetzt hier diesen Bauern noch angreifen würde. Aber auch hier hat Schwarz mehr als genug, um die Partie in den Remishafen zu steuern. Zum Beispiel Bauern nach C3, Turm nach C6, König irgendwo hin, Bauern nach A4, Bauern nach H5. Schwarz wartet erstmal ab, danach werden sich der A-Bauer gegen den C-Bauern tauschen eines Tages und die Partie wird unentschieden ausgehen. Der weiße Mehrbauer spielt hier keine so große Rolle. Es ist ein Doppelbauer. Und bei 4 gegen 3 wäre das relativ einfach zu halten. In der Partie folgt Turm schlägt E6, Turm schlägt C2, Turm schlägt A6. Bauern verschwinden weiter. Weiß hat einen mehr. Aber das Gewinnpotenzial hält sich sehr im Ganzen. Turm nach A2, Turm nach C6, Nepomniachtchi hat es auch relativ eilig damit, das Material hier weiter zu reduzieren, bevor er sich noch über den Bauern Gedanken machen muss. Turm schlägt A3, Turm schlägt C4, Turm schlägt E3. Jetzt hat Ding den Bauern sogar zurückgekriegt, aber kurzfristig kann Weiß hier noch einen Bauern gewinnen. König F2 vertreibt den Turm vom Angriff auf den Bauern E4 und im nächsten Zug will sich Weiß diesen Kollegen abholen. Aber auf dem Level sind das alles keine ernstzunehmenden Gewinnversuche. Beide Seiten wissen hier, dass die Stellung ziemlich glatt ist. Und so geschieht es, Turm nach C5,
den gibt ein paar Schachs, sagt Weiß, hier, willst du gleich Züge wiederholen? Bornstein sagt, nee, hier, ich versuche noch den Bauern zu gewinnen, mal gucken, was passiert. Ding sagt, wirklich? Bornstein sagt, ja, aber Ding hat erspäht, jetzt wo der König sich hier, um den Schachs auszuweichen, an den Rand bewegen musste, wie er den Bauern sofort zurückgewinnt. Selbst wenn er den Bauern nicht zurückkriegen würde, dieses Endspiel wäre Remis, aber hier hat Weiß auch keinen Weg, sein Konstrukt zu halten, denn der König kommt nach F6 auf diesen Turm an. Wenn er wegzieht, fällt der Bauer. Wenn der Turm hier vorgeht, kann der König ihn weiterverfolgen. Also gibt es nicht mehr besonders viel, um das man spielen kann. Und so geschieht es. König nach F6, Turm nach E8, König nach F7. Und die Züge werden wiederholt. Weiß hätte hier noch ein paar andere Züge probieren können. Er hätte Turm nach H8 machen können. Aber auch dann nach König G7 geht es nicht so wirklich weiter. Oder er hätte König nach F3 probieren können. Aber dann hat Schwarz selbst den Trick. Turmstich G2, um sich den Bauern zurückzuholen. Der Pommerschi sagt, okay, ist alles das Weiterspiel nicht wert. Steuerungsremis, wiederholen wir die Züge und ich bin einen halben Punkt dichter am Matchsieg. Die Partie geht unentschieden aus. Und damit, lass mich rechnen, führt der Pommerschi mit 6 zu 5. Es sind noch 3 Partien zu spielen. Ding hat in 2 dieser 3 Partien Weiß und Weiß ist gemeinhin die bessere Chance, Druck auf den Gegner zu machen, gleich mal den Ausgleich zu schaffen. Jetzt ein Ruhetag, nächste Partie Weiß, wert für Ding. Ein Moment, alles in den Ring zu werfen, denn natürlich läuft ihm ein bisschen die Zeit weg und wir werden sehen, ob er mit dem Ruhetag vielleicht die Chance hat, doch nochmal eine neue Idee auszugraben und Nepomniachtchi unter Druck zu setzen. Im Moment natürlich Nepomniachtchi mit der Führung. Hoher Favorit auf den WM-Titel. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Analyse wieder. Bis dahin. Ciao.